Angesichts der Witterung ist meine Predigt kurz. Diejenigen, die die Predigt in ihrer ganzen Länge lesen möchten, werden das sicher in unserer Landespresse tun können. Und sollte diese die Predigt nicht abdrucken, so finden Sie den Predigttext auf der Homepage unseres Erzbistums. Meine Predigt ging über das Wort, eigentlich ein Stoßgebet, alles Gott zur Ehre und alles Gott zur Liebe, bitte nicht alles dem Mammon zur Ehre und alles dem Mammon zur Liebe, also alles diesem Götzen und diesem Dämon zur Ehre und diesem Götzen und Dämon zur Liebe. Damit ist das Wesentliche schon gesagt. Ich möchte darauf hinweisen, dass am 8. September dieses Jahres sich der Besuch unseres Heiligen Vaters in Liechtenstein zum 25. Male jährt. Und dazu lade ich Sie alle herzlich ein. Wir werden am selben Ort, wo der Heilige Vater die Heilige Messe gefeiert hat, nämlich auf dem Sportpark Eschen und Mauren, eine Jubiläumsmesse feiern. Zu diesem kirchlichen Anlass sind Sie alle herzlich willkommen. Ich glaube, im Rückblick auf das unvergessliche Ereignis dürfen wir uns freuen, wenn wir gemeinsam uns erinnern an jenen Tag, da unserem Land dieser außerordentliche Besuch des Heiligen Vaters zuteil geworden ist. Ihnen allen wünsche ich von ganzem Herzen einen gesegneten und frohen Festtag, auch wenn es regnet. Einige unter Ihnen werden sich daran erinnern, was unser Heiliger Vater bei der Jugendvesper auf Dux gesagt hat, als es ebenso geregnet hat wie jetzt. Er fragte nämlich die jungen Menschen, was meint ihr, warum es jetzt regnet? Alle sind stumm geblieben und haben darauf keine Antwort gewusst. Unser Heiliger Vater aber hatte die Antwort und sagte, weil ihr alle noch wachsen müsst. Die heutige Jugend ist zwar hochgewachsen und großgewachsen, aber das Wachstum im Glauben sollte ebenso Schritt halten mit dem körperlichen Wachstum, und das wünsche ich uns allen, dass wir in unserem heiligen Glauben wachsen. Das können wir freilich nur, wenn wir in der Gnade Gottes stehen und mit dieser Gnade Gottes zusammenwirken. Ich habe noch einen Wunsch. Bei der Spendung der Heiligen Kommunion wollen wir heute besonders darauf achten, dass die heilige Speise nicht durch die Witterung Schaden nimmt. Deshalb sei empfohlen, die Mundkommunion zu machen oder jedenfalls so unter dem Schirm zu stehen, dass die heiligen Kommunionen nicht nass werden. Bitte seien Sie sich bewusst, es ist der Herr selbst, der uns begegnet in der heiligen Speise und wir wollen ihn in Würde und Ehrfurcht empfangen. Dazu gehört auch die äußere Haltung und das entsprechende Verhalten. Vergelt's Gott und einen gesegneten Tag.